baut sich die Welt langsam auf, wenn ich mich drehe. Das ruckelt halt immer noch wie Sau. Aber, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, gerade eben, ganz kurz bevor dieses Video gestartet hat. Es ist auf Deutsch, es ist auf Deutsch. Ja, und zwar, ich blende mal ein bisschen was ein, damit ihr Bescheid wisst. Nun, also, es war mit ein bisschen Arbeit und ein bisschen Aufwand verbunden, aber es ist jetzt auf Deutsch. Es hat auch nur ein Jahr gedauert, bis es auf Deutsch war. Und es wird wahrscheinlich ein weiteres Jahr dauern, bis auch vernünftige Übersetzungen möglich sind. Auf jeden Fall funktioniert es soweit, das ist schon mal ganz gut. So, wir waren irgendwo stehen geblieben bei irgendwas zu tun. Ich weiß es leider nicht mehr, deswegen renne ich hier auf meinem Baugerüst hin und her. Bin gerade nun alleine auf dem Server. Momentan ist, glaube ich, ein bisschen... ist da ein Tier drin? Momentan ist, glaube ich, ein bisschen schwierig mit dem Zocken irgendwie für alle, habe ich das Gefühl. Weil ist so aus Gründen, warum auch immer, man weiß es nicht. Das ist neu. Das ist... haben die Leute wohl doch Zeit zum Zocken, ne? Ich guck mir das jetzt erstmal ein bisschen an. Ich war jetzt nur auch eine Woche nicht mehr hier. Und bin gleich mal hier in so einem Loch drin. Energy Drink habe ich übrigens auch wieder. Zutritt verboten, Lebens... Nein. Das nehme ich gar nicht erst in Kauf. ja. So, hier geht's auch noch weiter. Hier geht's auch noch weiter. Bin ich das oder geht Fast Move nicht mehr? No Clip Enabled? Nein. Hier unten war das, ne? Guck mal, hier ist. Ah, geht wieder. Ja, schön ist das noch nicht, ne? Müssen wir nochmal neu machen. Hier rauf. Und hier, ja, ich weiß, ich mache das noch schön, sobald mein Haus fertig ist. Apropos Haus fertig, wir wollen ja mal ein bisschen weiterbauen. Ich brauche Glas, weil Fenster und so. Ja, das wird auf jeden Fall reichen. Ich habe ja hier noch ein bisschen Glas. Na, vielleicht reicht das ja. Erstmal Energy Drink ein Schlückchen. Immer wieder ein Genuss. Nein. So, da und da und... sag nicht, dass... ja. Es wäre ja auch zu einfach gewesen. Kann man nicht. Warte mal, wenn man die Dinger abbaut. Das Glas updatet sich doch nur, wenn man da einen daneben setzt. Irgendwie so war das doch, ne? Das heißt so, wenn man das jetzt abbaut, bleibt das so. Und wenn man von hier einen wieder dran setzt, ja. Okay. Glasscheiben setzen ist natürlich jetzt ungleich schwieriger geworden und man darf sie auch nie wieder berühren, aber dann funktioniert das zumindest so, wie ich mir das erhofft habe. Das bedeutet wahrscheinlich, ja. Ich muss mal eben ein bisschen abbauen gehen. Verdammt. Aber gut, weißt du, lieber so, als dass es nicht funktioniert vernünftig. Ne? Das ist dann halt mit ein bisschen Arbeit verbunden, aber dafür hast du dann nachher vernünftige Glasscheiben drin. Das ist dann wohl auch in Ordnung. So. Dauert halt nur alles so ein kleines bisschen, aber ich denke, das ist okay. Ich mache erstmal hier die Seite. Alles Weitere kommen wir dann immer noch gleich mal gucken, wie wir das machen. So, einmal die Reihe durch. Dahin. Glas. Dann holen wir den Scheiß hier wieder
Warte mal, wir brauchen da hier eh wieder Holz, sag ich schon. Erde. So. Da weg, da weg, da weg, da weg, damit ich rauskomme. Aua. Ja. Ach, leck mich. So. Und so und so und so. Und einmal drehen, einmal drehen. Gott, habe ich Glück gehabt, dass das so funktioniert, ne? So, zack und zack. Dann machen wir das hier auch wieder weg. Dann haben wir nämlich von außen eine vernünftige Glasscheibe mit Struktur, die so ein bisschen drin ist und hast du nicht gesehen. Und von daherinnen, wenn man denn dann mal schaut, das weg, das weg, das weg, das weg. Ebenfalls vernünftige Glasscheibe mit Fensterbank. Man kann zwar nichts draufstellen, aber es ist halt für die Optik doch ganz cool. Ach, Gott sei Dank funktioniert das so. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, dass das Glas sich nicht updatet, wenn man einen Block an der Seite wegnimmt, bitte so lassen, das ist großartig. Oder halt in Ordnung bringen, dass er sich auch mit den Dingern hier connectet. Danke. So. Dann machen wir das nämlich hier genauso. Ja, Scheibe, 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 Scheibe. Scheide gesagt. Nein, Scheibe. Ich hab da schon Scheide verstanden. Ja, du bist auch ein Idiot. Ja, stimmt, ja. So, dann hier. Machen wir das nämlich genau dasselbe in grün. Der Baum muss leider mal hier ein paar Blätter verlieren. Ach, scheiße. Aber gut, dass das sich nicht updatet. Ich hab's ja schon mal erwähnt. So, dann hier wieder ran. Ah, nee, Quatsch, mal den hier und dann nach oben und so, ne? Da, ja. Ja. Nee, guck mal hier. So. So und so. Es darf wieder gesot werden in dieser Folge. ja, ich habe überhaupt nicht viel zu erzählen. Nur, dass das nach wie vor inkonsistent ist. So. Und dass ich so ein bisschen überlegt habe, wie es mit meinem Offline-Let's Play weitergeht. Durch die neue Mindtest-Version und durch das nun doch inzwischen... Hä? Ich hatte letztes Mal eine anderes Texture-Pack gehabt, ne? Ich glaube, ich hatte letztes Mal das Default-Texture-Pack versehentlich drin gehabt. Na egal, es sieht in Ordnung aus, es bleibt so. In die Voll-Tetcher-Pack sieht's gut aus. Ja, Offline-Let's Play und so. Durch den neuen Weltengenerator und die Tatsache, dass die Übersetzungen halbwegs vernünftig funktionieren, das ist alles auf Deutsch, aber alles, was halt in-game ist, ist halt nach wie vor auf Englisch. Warum auch immer, ich weiß es nicht, ist mir auch nicht so ganz wichtig. Hauptsache, Übersetzungen funktionieren generell. Also, ich setze nochmal neu an, schon wieder. Dadurch, dass der neue Weltgenerator in Mindtest vernünftig funktioniert und dass überhaupt alles so viel besser und geiler geworden ist, habe ich tatsächlich überlegt, eventuell langfristig gesehen eine neue Welt anzufangen. Wo ich dann auch nicht ganz von Anfang an so riesig groß baue, wie ich es jetzt getan habe. Was natürlich einerseits sehr geil ist, weil das sehr geil wird, aber andererseits halt auch leider nicht so geil ist, weil es auch ein bisschen aufwendig ist und das alles auszubauen auf Dauer dann schon so ein bisschen nervig ist, ganz ehrlich gesagt. Wie genau ich das machen werde und ob ich das überhaupt machen werde, das wird sich erst noch zeigen, dann muss ich noch überlegen, ob ich das mache. Na gut, eigentlich muss ich nicht überlegen, dass ich es mache. Ich muss nur überlegen, wann und wie ich es mache. Dass ich es mache, habe ich eigentlich schon mal eben administrativ beschlossen. Nein, also das hatte ich eigentlich schon länger vorgehabt. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch warten, dass die neue Version rauskommt und dass man dann... Na, das war knapp. Dass der Weltgenerator vernünftig funktioniert, die V7, was sie nun inzwischen auch tut. Also von daher alles im grünen Bereich. Und... ja, also da gibt's dann wohl bald auch was Neues zu sehen. Aber da werde ich dann von berichten, wenn es soweit ist. Ich meine, ihr werdet es dann ja so oder so sehen, wenn es soweit ist. Ja, aber bis dahin
gibt's erstmal wieder ein bisschen Blockliebe, würde ich sagen, ne? Was mache ich denn da? Ich muss ja hier die Dingswände rausholen. Klopf, 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 klopf. So. Ja, der Server an so, ansonsten läuft ja. Ist halt bisschen doof, so immer alleine und, aber Problem ist, wir sind natürlich auch alle irgendwie berufstätig oder anderweitig tagsüber beschäftigt, von daher ist dann, ja, die Blockliebe-Zeit leider ein bisschen eingeschränkt. was aber ja völlig in Ordnung ist, weil, wir sind ja alle schon große Jungs. Ne? ja, ich habe kein Glas mehr, das ist sehr gut, das sieht wieder aus wie so ein Bauernloch hier. Dann muss ich mal welches machen. Das heißt, ich brauche Sand, da habe ich genug von. Ich brauche Zeug, was ich brennen kann. Ich würde jetzt ungern hier... wer weiß, vielleicht ist ja inzwischen Holzkohle möglich. Ding, 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 ding. Nein, ist es nicht. Schade. Das heißt, ich schmeiße jetzt hier einfach mal... Beziehungsweise, ich gucke einfach mal unten, ob da Kohle ist, statt Kohle... Oh, 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 oh. Au, das war knapp. Ja, immerhin lebe ich noch. Guck dann mal, ob da Kohle ist. Und klau mir dann mal ein bisschen Kohle daraus, würde ich sagen. Bergbau? Nein. Steine? Nein. Edles Gehölz und Kaktussen. Apropos Kaktussen, man kann sich doch eine Kaktusrüttung machen. Dann hätte ich nämlich wieder eine. So, erstmal quietschgrüne Schuhe an. Dann brauchen wir einen hübschen Helm. Nordhelmchen, sie sehen wieder vorzüglich aus. So, dann brauchen wir ein Hemdchen. Das ist kratziger als der Wollpullover von Oma. Dann brauchen wir ein Höschen. Ja, der juckt dann auch im Schritt, ne? Die Hose sieht ja geil aus. dann brauchen wir ein Schild. Kaktusschild vielleicht sogar. Wie ging denn... Schild ging irgendwie... Ich kann mir das immer nicht merken, wie Schilder gehen. Ich bin einfach zu doof dafür. Obwohl, jetzt versuche ich es mal mit dem Kaktus. Kaktusschild. Ah, geil. F7, ne? Ja, ich würde sagen, Junge, läuft bei dir, ne? Gibt's eigentlich ein Kaktusschwert? Das wäre natürlich jetzt die Krönung. Wenn es auch ein Kaktusschwert gibt. Alter. Das wäre cool. Ach, schade. Egal, junger Mann, Sie sehen vorzüglich aus in Ihrer grünen Rüstung. Dankeschön, ich weiß. Diddlidlip. Ja, hier, warte mal, F7, ne? So. Gut, dann, also, ich wollte ja eigentlich Kohle gucken, ne? Schade, keine Kohle da. Das heißt, ich habe da irgendwo eine Dingshacke. Hier, habe ich da die Hacke, so. Das heißt, ich muss mal eben gucken, was ist denn hier hinten? Spende erbaut von Klojunge GmbH. Ey, Klojunge, vielen Dank. Obwohl, wenn ich so überlege, ganz ehrlich, nein. Eigentlich nein, weil, erstmal geht das hier nicht weiter. Hätte also gar keinen Sinn. Dann ist es auch optisch nicht so das Allerschönste, ganz ehrlich gesagt. Aber es sieht schon irgendwie geil aus. So, also, nanu, hier ist eine Strafgaleere unterwegs. Vor allen Dingen leer. Hui! Ja. Warte mal, kann das Kaktusschild eigentlich auch was? Gott, ruckel, ruckel. Komm mal her. Ja, Kaktusrüstung funktioniert. Sehr gut. Andi wollte ich halt so ein bisschen Kohle und so, ne? Kann man hier nicht... Oh, es ruckelt aber schon irgendwie. Guck mal, hier ist Kohle. Kohle, 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 Kohle. Jungs, geht mal aus dem Weg, danke. Ich meine, ihr könnt mir sowieso nichts tun, weil ich eine Rüstung anhabe und ihr einfach nur schwache Lappen seid. Kommen alle hier in die Grube rein. Alle in die Grube rein, habe ich gesagt. So. Ups. So. So. Jetzt habt ihr ein Problem. Die Halle ist schon geil. Kannst du echt nichts gegen sagen. Ja, hier ging es irgendwo runter. Hier ging es runter, ne? Hier war doch bestimmt auch irgendwo dann Kohle. Boing, 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 boing. Ah, guck, hier ist Kohle. Wollen wir mal ein bisschen Kohle ernten.
Dann, ja, auf dem Server ist der Technikmod. Ich habe mit dem Technikmod ein bisschen rumgespielt. Ich hoffe, die Rezepte sind nicht allzu teuer nachher. Ich habe jetzt nur im Creative-Modus ein bisschen was gebaut. Ich habe da auch auf Twitter und Facebook und so. Ja, wisst ihr Bescheid. Oh, verschiedenfarbige Ratten, süß. Noch mehr Ratten? Naja, geht so, ne? Nicht so süß. Ja, also, hier unten. Da ist noch mehr Kohle. Sehr gut. Hat sich doch gelohnt, die ganze Kohle mal irgendwann stehen zu lassen. Ah, da. So langsam kann es losgehen auf dem Server, würde ich sagen, ne? Weil jetzt hab ich Kohle und nun bin ich unbesiegbar, weil ich eine Kaktusrüstung anhab. Ich stecke in einer Kaktusse. Was? ja. Nee, in einer Kaktusse stecke ich nicht drin. Ich wüsste zwar so zwei, drei Leute, in denen ich ganz gerne mal drin stecke. Lassen wir das Thema. Jennifer Lawrence. Also, wir wollen hier mal gucken. Hier ist doch bestimmt auch irgendwo noch Kohle. So, hier rum, darum, hier runter. Ich habe ja schon mal gesagt irgendwie, dass ich diese Dungeons hier total geil finde. Ja, die sind zwar so ein bisschen verwinkelt und man kann halt lange rumlaufen, aber es muss halt Zeug noch rein. Kisten und irgendwie cooles Loot oder sowas. Irgendwas. Ansonsten ist das ziemlich geil. Wo ging's denn hier jetzt? Hier ging's runter, ne? So. Oh, hier ist das Verlies. Gut, wie viel Kohle habe ich denn jetzt eigentlich? 17? 17 reicht eine Weile, ne? Ich hatte ja nicht vor, eine Höhlentour zu machen, sondern... Oh, es wird schon wieder dunkel. Sondern hier mal ein bisschen Sand zu schmelzen. Schmelzen. So schmelzen wir das Sand. Das Sand mit die Kohle. Ich lasse es hier einfach mal brennen und guck mal hier hinten nochmal bei dem Dings LV-Kompressor. Solarpanel wollte ich mir ja dann auch machen für elektrischen Ofen. Hab schon gesehen, dass elektrischer Ofen und so und geht alles. Ich habe das in der Offline-Singleplayer-Test-Rumdaddel-Welt mal ausprobiert. Dieses Switching Station. Ich verstehe sie nicht. Welchen Sinn hat das Ding? Man baut das halt hin und man muss das irgendwie immer vor und nach allem bauen, weil wenn ich unpowered. Ach so, dann blinkt der. Ja, ja, klar. Das macht der Ofen auch übrigens, der elektrische. Wenn man es nicht davor oder danach baut. Ich habe hier eine Batterie dazwischen gebaut, habe Solarpanel gebaut und so. Und musste vor der Batterie und nach der Batterie eine Switching Station bauen, damit dann der Strom vernünftig fließen konnte, weil ich weiß es nicht warum. Es ist halt so. Aber ich glaube, das wird ganz geil. Vor allen Dingen muss ich mal gucken, wie ich dann mein Haus irgendwie doppelt und dass ich die Leitung gut verstecken kann. Muss ich mal überlegen, wie ich das am schönsten mache. So, dann Briefkasten brauchte ich auch noch, habe ich aber schon mal gesagt. Hier mache ich auch schön, das habe ich auch schon mal gesagt. Ich habe auch schon eine Idee, wie das aussehen könnte. Dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, da müsste jetzt erstmal ein bisschen Sand sein. Okay. Während der Sand vor sich hin brät, gucke ich mal eben nach. Ich wollte gerade sagen, ich hatte auch einen Craft Guide gehabt. Kann jetzt auch endlich an die Wand, das Ding. Gucke ich mal eben nach, wie... weil die Rezepte habe ich mir, wie gesagt, noch gar nicht angeguckt. LV. Irgendwas mit LV brauche ich auf jeden Fall. So, LV, nein. Achso, weil Silber und so. Hm? Silber. LV Battery Box. Ja, weil, keine Ahnung, was das ist. Wood. Gut. Ich denke, Wood kriege ich hin. RE Battery. Maschinengehäuse. Und ein LV-Kabel. Das heißt... ja. Gut. Aha, wir bauen eine Batterie aus Holz. Die gute Holzbatterie, passend zum Holzmodem und zur Holzleitung. Holzleitung habe ich ja Erfahrung mit. Der Rest geht, das ist okay.
So, dann. Cast Iron Ing. Breast Ing, okay, da kann man wahrscheinlich auch irgendwie alles craften. Ja, aus dem Block, ne? Nee, ist klar. Eisen. Eigen. Ja, ist auch nicht alles so kompliziert hier. Ja, nee, ist klar. Iron Lump. Der wird zum. War der nicht mal zum normalen? Ah, oh, dieser Technikmod, der ist wie AOL-Software früher. So. Also. Batterie ist machbar, auf jeden Fall, definitiv, ganz klar. Der Sand ist übrigens fertig, okay. So, Batterie war machbar, dann war LV. Blablabla. Solarpanel, Solararray, bla blub und so weiter. Ja, das gucke ich ein anderes Mal nach mit einem Craft Guide, der auch mir gleich anzeigen kann, was ich alles brauche. Da kann ich oben Singleplayer machen. Ich hab falsche Tasten gedrückt. Aber Sand ist fertig. Und aus dem Sand, da machen wir gleich mal ein bisschen. Zack, zack, zack. Tadadadadam. Brauche ich eh alles irgendwann. So. Na, so und so und. Gut, jetzt habe ich noch Inventar schon wieder voll. Läuft bei mir, würde ich sagen. So, also, nein, das kommt auch mit rein. Gut, dann mal hier mal weitermachen. Plapp, plapp. Dann kommt das hier weg. Ich finde das schön, wie auf der Erde so außerhalb am Himmel einfach mal ein bisschen Gras wächst. Finde ich gut. Ja. Also. Upsa. Den und den und drehen und drehen. Moment, wo ist der Dreher? Da ist der Dreher. So, Kohle habe ich da und das habe ich, tun wir hier mal rein. Ah, so schön ordentlich. Hat das irgendjemand ordentlich gemacht, während ich nicht da war, oder war ich das automatisch? Wood Shingles? Das habe ich doch alles irgendwie. Bronze Legends? Hat mir irgendjemand Rüstung und sowas geschenkt? Auf jeden Fall danke, ne? ich wollte ja irgendwie mal hier aus eine Stone Pickaxe. Wir sollten das wieder einführen. So, zack. Hab ich eigentlich Fackeln? Das ist mir hier ein bisschen zu dunkel gerade. Nee, hab ich nicht. Dann bleibt das so dunkel. Tut mir leid. So. Zack. Das braucht alles so lange, bis es abgebaut ist, ne? Und dann sind wir auch schon wieder bei 28 Minuten Aufnahmezeit, ne? Ist wahrscheinlich wieder ein bisschen was im Zeitraffer und geschnitten und hast du nicht gesehen und überhaupt und alles raus und kaputt und so und überhaupt und weil und ist so. Ich weiß nicht. Ich nehme jetzt einfach auf, solange ich Lust habe, würde ich sagen, ne? Guckt sich sowieso keiner an. Irgendwie ist mir nicht aufgefallen, ich tauche gar nicht mehr auf der ersten Seite auf von dieser komischen Videoplattform. Komme ich denn jetzt wieder nach Hause? Das hat nämlich sonst bisher immer geklappt und ich hatte da immer dann auch Aufrufe gehabt und bin ja doch schon so kleine like-geile Sau. Zack und zack und zack und dalalala. Hab übrigens wieder Energy Drink, habe ich ja schon gesagt, und den Sitzball unter mir. Deswegen bin ich heute so lustig und flexibel und überhaupt und alles. Also hierhin, 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 dahin, dahin, ja, und so weiter. So, weil ist so. Zack und zack und da drüben auch nochmal. Das leuchtet schon, ne? So, dann, oh, hier nämlich zumachen. Dann ist der Salon nämlich gleich fertig. Das da drüben wird auch immer größer. Aber den Baustil, den kenne ich irgendwo her. Den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, hier mit dem, dass es größer wird nach oben. Irgendwoher kenne ich das. Ich habe das schon mal gesehen. Irgendwoher kenne ich das. Ich habe das schon mal gesehen. Irgendwoher kenne ich das. Ich habe das schon mal gesehen. Wir drehen uns im Kreise. So. Hier runterfall ist nicht schlimm. Da falle ich nur ins Wasser. So, so. War das nicht so, wenn man von einer gewissen Höhe runterfällt ins Wasser, dass es so hart wie Beton ist? Dass man sich da das Genick brechen kann, wenn man mit dem Kopf zuerst reinspringt? Ist bestimmt sehr schmerzhaft, sich auf Wasser das Genick zu brechen.
Andererseits, wenn du dann im Rollstuhl sitzt und in deiner Therapiegruppe bist für Querschnittsgelähmte, bestimmt auch eine geile Story. Ja, und was ist dir so passiert? Ja, ich bin im Flugzeug abgestürzt, hab's überlebt. Ja, ich wurde vom Zug erfasst, hab's überlebt. Und dann sitzt du dann da und sagst, Jungs, das ist gar nix. Ich bin so blöd. Ich hab mir im Wasser das Genick gebrochen. vielleicht nicht so eine geile Story, aber in meinem Kopf war sie irgendwie lustiger. guck mal hier, machen wir das nämlich auch noch weg, gebe ich nämlich gleich einmal rum und dann können wir nämlich mal gucken. Wollte ja immer so mindestens doppelten Boden reinziehen, so Dreierboden ist glaube ich ein bisschen schwierig, aber ich brauche eigentlich irgendwie eine Technikzuleitung in meine Küche für Strom, das heißt, eventuell werde ich hier eine doppelte Wand reinziehen, dann wird das nämlich hier alles ein bisschen schmälerer oder ich verstecke das einfach hier irgendwo in so einer Ecke drin, da eigentlich, ne? Weil, muss ich mal gucken. Dann kann ich nämlich die Solarpanel-Leitung vom Dach runterleiten in den Ofen, dass der immer gepowert wird, wenn die Sonne scheint halt. Oder eben mit einer Batterie dazwischen, dann kann ich auch nachts ein bisschen was brennen. Es reicht zwar nicht so super lang, aber es funktioniert. Was hatte ich denn jetzt hier eigentlich vor? Ich wollte ja hier mittendrin aufgehört, sehr geil. So, ich wollte ja hier weitermachen. Gut, dann hier noch weitermachen. Da muss man nämlich hier auch noch wieder zu. Und es ist sehr schwierig, irgendwas zu erzählen, wenn man kein Thema hat und einfach sich gedacht hat, ey, ich nehme jetzt mal ein bisschen was auf. Und es ist halt irgendwie ein bisschen lahm, dass es, dass ich alleine bin. Aber mit dem Alleine sein, da komme ich klar. So. Wir gleich auch schon mal fertig. Dann gucke ich mir das Ganze nämlich einfach mal von außen an, wie das denn aussieht dann inzwischen. Ein bisschen erkältet bin ich übrigens. Ja, ja, jetzt macht er wieder auf Mitleid. Hier war fertig. Da war fertig. Ah, ich kann nur noch mal betonen, bin ich froh, dass das Glas nur geupdatet wird, wenn man es irgendwie setzt oder dran setzt oder so. Aber die Treppe nach oben, die plane ich gleich schon mal. Dann sollte es dann nämlich dann, wenn die Treppe für oben geplant ist, vielleicht sogar auch schon wieder sein für diese Folge. Da muss ich gleich mal gucken. Das entscheide ich einmal ganz spontan, wenn ich aufhöre. So wie jetzt zum Beispiel. Vielen Dank fürs Zuhören. Nein. Das mache ich jetzt eben noch zu Ende. So. Vor allen Dingen muss ich mir noch überlegen, wie ich denn jetzt tatsächlich die Decke mir gestalte. Es sieht so ein bisschen klobig aus. Ich wollte das ja diesmal so ein bisschen moderner und ein bisschen schlanker bauen, das ganze Haus. Was habe ich denn da für eine Scheiße gebaut eigentlich? Und von daher, so eine Doppeldecke, wo dann einmal noch irgendwie von außen grob was dazwischen ist, das passt dann halt nicht so. Das sieht halt nicht so geil aus dann letztendlich. Mein Wunschtraum wäre es ja immer noch gewesen, irgendeine komplett weiße Fassade zu bekommen, aber das scheint wohl nicht möglich zu sein. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Mit Sandstein, Slabs, 14, 16 oder was das war, geht das ja auch. Ja, also, dann hier einmal rum und einmal rein wieder. Sind wir nämlich soweit hier auch schon mal mit der Außenfassade dann durch. Ich glaube, ich werde mal da hinten auf die Balustrade laufen. Ja. Hier, nur kurz, vielen Dank, dass ich mal auf euer Grundstück darf. Ich klingele einfach mal, vielleicht ist ja jemand da. Eine Klingel brauche ich auch noch übrigens. Da gucke ich mal. So, also, geht, ne? Was man machen könnte. Was man machen könnte. Diese Steine hier, und dieses InDesign. Das InDesign ein höher oben drüber als Abdeckung oben. Darüber eine Schicht Steine. Dann hätte man nämlich gleich irgendwie abgedeckt schon mal, oder halt von außen dann nicht sichtbar, die Decke von dem Erdgeschoss.
und dann eben oben drüber als zweite Lage den Boden vom ersten Obergeschoss. Na, das würde, glaube ich, wäre dann aber schon sehr groß, ne? Ich glaube, das wird ein bisschen sehr hoch dann tatsächlich. Muss ich mal gucken. Uiha! Gab's da nicht mal so Blubbergeräusche? Wo sind meine Blubbergeräusche? Oder höre ich die nur nicht? Höre ich überhaupt noch was? Hallo? Hört man mich noch? Ja, Ton ist noch da. Na gut, so, wieder nach Hause. Genug rumgedaddelt, jetzt wird wieder gearbeitet. Das heißt, gearbeitet. Erstmal muss das Zeug hier weg. Dann muss das Zeug hier weg. Dann muss hier natürlich jetzt erstmal ein Eingangsbereich rein. Ich denke, worüber wir uns einig sind, hier muss zu. Hier, hier und hier muss zu. Weil aus Gründen. Dann drehen wir das Ganze nämlich einmal. Zack, zack und zack. So, da muss man dann gucken, wie das mit der Tür dann geht. Aber die Tür ist ja sowieso zwar einen ganzen Block breit. Das geht dann ja. Fenster passt ja vom Design hier nicht rein. Eine zweibreite Tür hätte ich schon ganz gern, ehrlich gesagt. Andererseits könnte ich eigentlich auch eine einbreite Tür machen, ne? Dann würde nämlich ein Fenster reinpassen, also so ein einerbreites Fenster. Ich glaube, ich mache das. Ich mache einfach die Tür ein schmaler. Also hier das mit dem einmal hochhüpfen, das mache ich sowieso nochmal anders gleich. Oder nachher, oder offline, oder also off-screen, off-Kamera, off-Aufnahme. Und der Rest, da muss ich dann gleich mal gucken. Also erstmal machen wir hier zu, das ist in Ordnung so. Ah, das geht ja sowieso wieder nicht, das sehe ich jetzt schon, deswegen gehe ich mal direkt hin. Na komm, so, so und so. Und dann rotieren, so, so und so. Dann brauche ich jetzt wieder zweimal Erde. Auf jeder Seite einmal, zweimal, zack und zack. Dann kommt hier nämlich einmal dazwischen, dann kommt das wieder weg. Weil funktioniert ja so, sehr gut. Ja, sehr gut. Schwert. So, so, so. Also, ja, so. Da und hier, hier und hier und hier. Und rotieren, 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 rotieren. Wo ich gerade dabei bin. So und so. Und dann ist es gut. Jetzt haben wir nämlich schon mal schön Fenster und Tür und die Tür muss dann natürlich von innen dran, weil sonst geht das halt nicht. Jetzt will ich doch mal gucken, vielleicht kriege ich es ja irgendwie aus dem Kopf hin, so eine fancy, coole Dingstür zu bauen. So, gleich mal auf Anhieb. Ich habe tatsächlich übrigens nicht nachgeguckt. Nee, nein, andere Seite, so rum, ne? So, nein. So, so, oh, so ist hübsch. So ist richtig. Dann schließt sie nämlich von innen einmal sauber und sie ist, oh Gott, ruckelt das. Und sie ist von außen auch so ein bisschen eingesetzt hier. Dann, ja, muss ich mal gucken. Oh, mal stürmt das da draußen. Ja, ist Herbst jetzt übrigens, ne? Hab jetzt übrigens meine elektrische Fliegenklatsche bekommen. Im Herbst. Jetzt, wo ich sie nicht mehr brauche, weil Amazon 1000 Jahre lang gebraucht hat zum Liefern. Verdammt nochmal. Sieht aus wie so ein S, ne? Wenn man den Kopf so neidlich seigt, ne? Neidlich seiken. Kennt ja wohl jeder. Hier müsste eigentlich wirklich noch so ein bisschen terrassenmäßig Vorsprung sein, weil andererseits könnte auch so eine Freitreppe mit Geländer dran hier, ne? Ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Ich bin aufgeschmissen. Nicht genau. Tschüss. Ja, also hier Fenster, Tür. Tür muss ich eigentlich mal gucken. Vielleicht gibt's noch eine andere, eine hellere Tür, ne? Nein, ja, im Ofen werde ich sie bestimmt nicht finden. D-O-O-R. So,
Energy Drink. Ah, da sehe ich auch schon eine hellere Tür. Diese hier. Ja, nee, ist klar. Es waren zwei, ne? Wo ist jetzt die Tür hin? Die finde ich eigentlich ganz passend. Hier oben zwei Glas, dann einmal da und dann einmal unten Eisen rein. Eisen habe ich natürlich keins. Und Holz habe ich auch nicht genug, aber ich habe zwei Glas hier oben. Das heißt, das kommt schon mal... Nee, ich muss ja erst Holz machen. Da, machen wir hier ein bisschen Holz. Jetzt habe ich Holz. Und dann kommt hier nämlich das Glas hier oben rein. Ist das auch schon eine Tür? Nein. Wo bekomme ich jetzt auf die Schnelle Eisen her? Wahrscheinlich irgendwo ganz weit weg, wo noch keiner war. Da liegt das dann wahrscheinlich irgendwo oben an der Oberfläche schon. Ich gehe mal hier runter. Dann bin ich auch hier mit durch. So. Hier, ein Apfel. Jetzt ruckelt das natürlich wieder wie Sau, weil er jetzt erstmal wieder neue Abschnitte generieren muss und es natürlich ruckelt wie Sau. Ich mache jetzt übrigens ernst mit dem neuen Computer. Wenn ihr mal Tipps habt, konkrete Tipps, gerne kurz mal Bescheid sagen. Weil ich zeig mal kurz. Das habe ich mit einem Kollegen zusammengestellt. Uah. Und ich habe da leider keine Ahnung von. Oder nicht mehr Ahnung von. Ich hatte mal tatsächlich ein bisschen Hardware-Ahnung. Inzwischen habe ich keine Hardware-Ahnung mehr. Nicht mehr die geringste. Ich weiß, dass i7 als Prozessor wohl ganz in Ordnung ist, weil aktuellstes Modell. Und ich weiß auch, dass Grafikkarte wichtig ist zum Spielen. Und da hört es dann aber auch schon auf, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich war mal so gut in den Sachen. Ich war mal so gut. Ich habe sogar mal in so einem Laden gearbeitet. Ich war richtig gut früher. Oha. Inzwischen weiß ich gar nichts mehr. Ich bin richtiger Idiot geworden. Ich bin auch einfach voll geworden. Ich setze mich damit gar nicht mehr auseinander. Mein PC ist jetzt 8 Jahre alt, ist ein Komplettsystem. Habe ich auch als Komplettsystem gekauft. Irgendwann habe ich mal eine neue Grafikkarte reingesteckt. Mal, weil es kaputt gegangen ist, ein neues Netzteil. Aber da hört es dann auch schon auf. Ich habe da keine Ahnung von. Ich finde es auch nicht schlimm, da keine Ahnung von zu haben, weil dafür gibt's ja Leute, die das wesentlich besser können als ich. Ich war mal einer von ihnen. Ich will auch wieder Ahnung haben. Was mache ich hier oben eigentlich? Ich wollte eigentlich, ja, hier oben werde ich wahrscheinlich keins finden. Ich meine, Eisen gibt's ja meistens dann irgendwie unter der Erde und nicht über der Erde, ne? Ich dachte, hier wäre irgendwo eine Höhle oder sowas. Aber es ist schon, wenn es denn mal laden würde. Nee, ich gehe mal lieber in die andere Richtung. Ich glaube, das ist zielführender. Jetzt kann ich ja nicht mehr runterhüpfen. Dann muss ich hier runtergehen. Hui! Hui! Oh, hui! Pock! Aua! Hui! Und hui! Wow! Und hui! Da ist kein Eisen, ne? Nee. Eisenpopeisen. Ist hier denn Eisenpopeisen? Hier ist auch kein Eisenpopeisen. Ich brauch doch nur so ein einfaches, kleines Stück Eisen. Mehr ist das doch nicht. Einfach nur ein Stück Eisen. Ich denke, hier werde ich nicht fündig werden. Nein. Ich muss mal wieder in die kleine Hülle, die hier irgendwo ist. Nee, hier nicht, die andere. So. Ich müsste eigentlich mal auf Hüllentour gehen, einfach mal so ein bisschen Zeug einsammeln, oder? So, Anlauf nehmen. Wuhu!